Ratchet aus der IT-Abteilung. Es tut! Er hat hier noch etwas geschrieben. Die Sicherheit hat gerade gemeldet, dass Wirgas, das ist auf die Lüftungsanlage in die IT-Abteilung eingedrungen und hat dort Ratchet verwirrt und schließlich getötet. Ich habe niemals Hase angerufen und ihm von einem Wirgas erzählt. Der Lord, er ist weg. Hier liegen seine Brille und sein Mantel. Mein Lord, was hat man euch angetan? Dieses Lachen am Ende in der Datei, das klingt genau wie... Du musst sie nicht erneut abspielen. Das war ich nicht, das kam von Ihnen. Wer bist du? Was denn? Du erkennst dein eigenes Gesicht nicht. Wie ist das möglich? Erinnere dich. Weißt du noch damals, als du den ersten Klon erschaffen hast? Nummer 7, ja. Ja. Wieso hast du den ersten Klon eigentlich Nummer 7 genannt? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also, als damals. Bleiben Sie genau, wo Sie sind! Ich komme zur Hilfe! Ach so, ja. Das leuchtet ein. Ja, allerdings erinnere ich mich nicht an dich. Nun, du hast damals nicht nur einen Klon des Lords erschaffen, sondern auch einen von dir selbst. Dabei wollte ich eigentlich nur Kaffee kochen. Oh, ich muss zugeben, du bist zu so viel Größeren imstande, als nur Kaffee zu kochen. Anscheinend! Ein zweiter Doktessor! Gemeinsam können wir so viel... Oh, Doktessor, bist du schon ganz alleine. Ich bin... der Proktor. Das kann ja keiner mit anhören. Was soll das denn sein? Meine Vorstellung. Ich zeig dir mal, wie das geht. Wäre Fantasgrau, aber weiß es nicht genau. Der Doktessor. Wäre Fantasie, aber nutzt es einfach nie. Der Doktessor. Was ist von all dem der Sinn denn? Das muss er noch erfinden. Und er geht hin und erfindet. Angeber. Wo muss ich eigentlich hin? Ich gebe zu, einige Sachen habe ich vernachlässigt bei meinem Plan, dich zu infiltrieren. Du steckst hinter allem, was hier im Muggel passiert ist. Du Blitzmerker. Dabei hatte ich damals die Befürchtung, dass du mir sehr schnell auf die Schliche kommen würdest. Hä? Nun, einer deiner Mitarbeiter ist mir damals auf die Schliche gekommen. Ich musste ihn töten. Leider konnte er, als ich den Raum verließ, dir noch eine Nachricht hinterlassen. Der Klon war's. Ratchet aus der IT-Abteilung? Er meinte gar keinen Klon des Lords, sondern... Dein Klon, richtig. Nun, da du mich jetzt entdeckt hast, kann ich dir auch alles anhand von Rückblenden erklären. Du hast den Zettel gefunden und dachtest, ein Klon des Lords war gemeint. Also hast du die Klone verhört. Damit du nicht auf die Idee kommst, dass Ratchet einen ganz anderen Klon meint, habe ich Hase angerufen, mich als Sicherheitsdienst ausgegeben und ihm gesagt, dass Ratchet von deinem Wirgas befallen war. Und du bist prompt darauf reingefallen. Aber wie bist du unbemerkt aus der IT-Abteilung entkommen? Nun, du hast nicht einfach einen Klon deiner selbst erschaffen. Irgendwie hast du es geschafft, deine DNA mit Luft zu kombinieren. Ein Klon-Lufthybrid. Deshalb bist du aus dem Nichts aufgetaucht. Du kannst dich unsichtbar machen. Das und alles, was schwarz oder transparent ist. Deswegen habe ich mir erstmal Klamotten aus dem Kleiderschrank von Nummer 1 besorgt. Ja, ich verstehe. Schlecht nur, dass meine Zigarrenimitate braun sind. Ja.
Leider sind sie für mich genauso überlebensnotwendig wie für dich. Hast du erfunden? Ich war schneller. Hey. Jedenfalls kann ich mich nicht nur in Luft verwandeln, sondern auch in meinem luftigen Zustand in die Körper anderer eindringen und über sie herrschen. Wer dringt in wessen Körper ein? Lorena, hier ist dein Mann! Oh ja. Und was für ein Mann? Schnell! Raus! Aber ich bin doch gerade erst reingekommen. Raus! Rein, raus, rein, raus, rein. Lorena? Ja, Herr Dr. Tessor? Wo hast du denn deinen Kittel gelassen? Oh, den habe ich wohl verschlammt. Der schöne Kittel. Nein, 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 warum denn gerade jetzt? Diese blöden, kurzlebigen Akkus. Ratchet aus der Tofu-Abteilung! Loopschmied! Wir haben schon gedacht, du wärst tot! Ich suche seit Ewigkeiten den Eingang ins Muggel! Scheiße! Was? Ich dachte, du könntest mir helfen. Ich musste aus der Loopschmiede raus, die Treppe hoch, hier einen riesigen Umweg nehmen, um jetzt hier nach der Treppe ins Holo-Hauptlabor zu suchen. Hä, warum das denn? Das Holo-Hauptlabor ist doch gar nicht so weit weg von der Loopschmiede. Du kannst doch den Flur entlang laufen. Das weiß ich auch, aber Ratchet aus der Speditionsabteilung hat alles mit Möbeln zugebaut und ich musste hierher. Typisch. Der Doc Kessler ist in Gefahr, verstehst du? Ich muss schnell zu ihm, schnell! Dann sollten wir ganz schnell den Eingang suchen. Wir sollten uns aufteilen. Ja, ja. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich hab ihn. Der Eingang zum Hauptlabor. Ich hab ihn. Lupf mich. Komm schnell, es fängt an zu regnen. Hä? Ah! Oh nein! Nicht Ratchet aus der Tofu-Abteilung! Ausgerechnet von einer fleischfressenden Kuh! Wie soll ich jemals diesen Eingang finden? Also nur zu meinem Verständnis. Du sagst, du kannst im Menschenkörper eindringen und sie beherrschen. Das heißt, du kannst sie dann steuern. Hast du das etwa mit meinen Mitarbeitern gemacht? Schon die ganze Zeit. Zum Beispiel, als der Anruf der Sicherheit damals bei Hase einging. Schließlich kennt Hase jeden Mitarbeiter im Muggel. Also bin ich in den Sicherheitschef gegangen und habe dann als Sicherheitschef Hase angerufen und ihm von dem Wirrgas erzählt. Aber er ist nicht der Einzige, in den ich gefahren bin. Ich brauche meinen Wächter ja noch, den ihr gefangen haltet. Du warst in diesem Typen, der den Wächter befreit hat. Er ist Piefke. In diesem Moment war ich Piefke. Wenn ich in einem anderen Körper stecke, dann muss ich noch nicht mal am Zigarrenimitat ziehen. Du hattest mich damals allerdings so erschreckt, dass ich aus Piefkes Körper fiel und gleich nach dem Imitat greifen musste. Ich vergesse immer, dass man die Dinger sehen kann. Glücklicherweise hat noch nie jemand darauf geachtet. Wie zum Beispiel damals, als du bekannt gegeben hast, dass du die Sicherheitsvorkehrung abgestellt hast. Eine kluge Falle übrigens. Danke! Habe ich erfunden! Und sie haben keine Wachen vor dem Raum des Gefangenen positioniert und den Starkstrom von den Wänden genommen. Nur um zu sehen, wer es ist, der ihn befreit. Verflixte Rückblenden. Habe ich erfunden. Warte erstmal, bis die Rückblende kommt, die zeigt, wie ich den Lord entführt habe. Du hast den Lord entführt? Ratchet aus der IT-Abteilung umgebracht? Warum? Um euch daran zu hindern, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ihr wolltet die Welt mit Liebe, Toleranz und Keksen beherrschen. Wir wollten die Welt zu einem besseren Ort machen. Der falsche Weg. Aber das werde ich dir beweisen, wenn ich die Weltherrschaft übernommen habe. Das haben schon ganz andere versucht. Ich bin's, Lord Bebadon. Und ich bin hier, um endlich die Weltherrschaft an mich. Jetzt nicht. Menno. Du hast uns all die Jahre schon sabotiert. Na sicher. Ich war es, der den Lord den Deckel an den Kopf geschleudert hat, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Leider hat er dadurch nur sein Gedächtnis verloren. Und ich war es, der den Dumbies die Türen geöffnet, die Lifte abgestellt, ja, euch sogar mal einen Schnitt versaut hat und das Logo der Vorzähne im Bild ließ. Du Teufel! Ja, das war ein Spaß. Und wie hast du es geschafft, den Lord aus dem Muggel zu entführen? Als du damals zur IT-Abteilung gerannt bist, war der Lord endlich alleine und ich konnte in seinen Körper gehen.
Jetzt musste ich irgendwie aus dem Muggel. Also zog ich als ersten Schritt den Mantel und die Brille aus und trennte mich von dem Oscar. Dann ging ich ins Bad und schnitt mir, also dem Lord, die Haare ab. So war es mir ein leichtes, aus dem Muggel zu kommen. Eine geniale Verkleidung. Ja. Guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Guten Tag. Ungeheuerlich! Hast du denn auch in dieser einen Nacht allen Klonen die Haare gekürzt? Der Lord hatte jetzt kurze Haare, es sind seine Klone. Ich hielt es irgendwie für richtig. Warum erzählst du mir jetzt alles? Weil es keine Bedeutung mehr hat. Wie meinst du das? Willst du mich etwa umbringen? Kennst du das, wenn man manchmal nicht auf die simpelste Lösung kommt? Einmal, da habe ich einen Apfel und einen Stift. Ja, das war eine rhetorische Frage. Was hast du vor? Die Weltherrschaft an mich zu reißen. Herr Dr. Tesso. Du bist doch eine von meinen Assistentinnen, oder? Natürlich. Dann zieh gefälligst diesen Kittel an.